Musik ist singen. Es ist ein Song. Und der natürlichste Rahmen für mich ist Blues schon seit meiner Kindheit. Und das, was ich mache, hat diese Blues-Struktur. Es ist eine sehr grundsätzliche, sehr einfache Struktur. Wie hast du die Blues-Improvisation gelernt? Irgendwann hat mir jemand einen Trick auf dem Klavier gezeigt. Hier spielst du eine Begleitung und zu diesen Begleitung kannst du alle weißen Tasten benutzen und es passt immer. Und das passte wirklich immer. Und dann dachte ich, ich übersetze mir diesen Trick auf die Musik, die man auf der Gitarre spielt. Und als ich das entdeckt habe, könnte ich quasi innerhalb von 2-3 Wochen improvisieren, weil ich hatte schon die Muscle Memory, ich konnte schon die Gitarre spielen, nur nicht frei, aber das hat mich befreit. Wie hast du dich gefühlt, als du diesen Trick entdeckt hast? Als ob ich mein ganzes Leben lang blind wäre und plötzlich konnte ich schlagartig sehen, wie einfach das ist und dann auch improvisieren. Wie hat das Improvisieren dein Leben verändert? Wenn du 57 bist und dich auf morgen und auf nächste Woche freust, weil du wächst jeden Tag, wirst du besser, dann Gratulation, dann hast du wirklich was Schönes erwischt, weil das macht mich glücklich. Ich bin sicher auch, dass das alle anderen Menschen glücklich machen wird. Erzähl mir von deinem YouTube-Kanal, The Blues Lab. Ich hatte so ein Gefühl, Mann, da draußen läuft irgendwo bestimmt auch so ein 14-jähriger Junge, der Gitarre spielen will, aber irgendwie findet er keinen, dem er sagt, pass auf, ich kann es dir in 5 Minuten erklären und dann brauchst du zwar noch ein bisschen Übung, weil du brauchst etwas Muscle Memory, aber dann kannst du frei spielen. Und dann dachte ich, ich mache dieses Video, um das zu erzählen. Was denkst du über das Spielen nach Noten? Ich habe angefangen, Gitarre zu spielen mit 14, dann immer wieder gespielt. Dann habe ich auch einige Jahre klassische Musik, klassische Gitarre gespielt. Und da merkte ich, wie sehr es mich anwidert, dass ich komplizierte klassische Musikstücke spiele, aber keine Kinderlieder spontan spielen kann, weil ich weiß nicht, wo die Töne sind, weil ich nicht improvisieren kann. Es ist nicht dein Lied, wenn du das nicht frei interpretieren kannst, nicht frei so spielen und so verändern kannst, wie du es willst, dann glaube ich nicht, dass das dein Song ist. Ist die Blues-Improvisation schwer zu lernen? Die meisten Menschen, denen ich die Geschichte erzähle, staunen, wie wenig man wissen muss, um frei zu spielen. Die meisten Menschen lernen Stücke und spielen diese gelernten Stücke. Und man müsste das umkehren. Lerne zuerst improvisieren, lerne dich zuerst frei zu bewegen. Es ist nämlich erstaunlich, wie einfach das ist. Und dann wähle die Musik, die du wirklich magst, ja, und spiele die Musik und verändere die Musik und spiele sie auf deine eigene Weise. Wenn du auch Blues lernen möchtest, schau mal auf The Blues Lab vorbei. Danke fürs Zusehen und bis demnächst.